Hallihallo zu Deus Ex The Missing Link, dem DLC. Und ja, was ist denn hier los, Mensch? Eine ganz andere Stimme, gleich so ein richtig unsympathischer Typ, der jetzt hier gerade labert. Tja, ich bin derjenige, der das Hauptspiel Deus Ex gezockt hat. Mein Name ist der Dennis. Und das hier ist ein sogenanntes Hybrid-Let's Play. Tja, Hybrid heißt erstmal so viel wie gekreuzt und gemischt. Robin und ich, wir wechseln uns jetzt gegenseitig hier immer ab bei den Folgen und es ist ein kleines Experiment, mal sehen, wie es klappt. Und ich habe mir vorgenommen, ihm so viel Schaden zuzufügen, wie es nur geht, seine ganze seine ganzen Versuche zum Schleichen mal so ein bisschen hier abzuwehren. Oder umzustimmen. So, damit ist gleich mal alarmiert. Ja, was hat er in der letzten Folge vergessen? Oder nicht vergessen? Das hat er jetzt für mich übrig gelassen. Hier nehmen wir den Verteilerkasten. Den müssen wir deaktivieren. Dann geht nämlich der Strom hier unten aus. Und wir können weiter. Ja, feindselig. Ach, wisst ihr was? Wir machen das einfach mal so wie Robin. Und laden einfach mal das ganze Ding wieder neu. So, muss ich das natürlich jetzt hier nochmal machen. Zack, und nicht so viel Zeit zu verlieren. Jetzt geht's ja endlich mal los. So, wir reisen natürlich... Ja, gut. Schleichen bietet sich natürlich immer sehr gut an, was Robin hier ins Leben gerufen hat. Na? Ah, jetzt muss ich hier springen, oder was? Okay, gut. Ja, denn da draußen warten die Wachen und da jetzt ja unbedingt rumzuschleichen, das ist nicht so sinnvoll. Hier haben wir eine PDA, wir können hier mal lesen drücken. Ich werde mir das wie immer hier nicht vorlesen. Hat doch Robin ja schon nicht gemacht in der letzten Folge, weil es kostet einfach zu viel Zeit und wer Interesse hat, lest es euch durch und dann ist ganz gut. So, und damit ist auch schon unsere Rüstung. Pritchard, sind Sie das? Ich repariere jetzt die Tür zum Frachtraum. Ich verstehe Sie kaum. In den Hauptfunkraum-Radar finden Sie mich. Wir sollen was Bratan finden? Pritchard versucht, Kontakt mit mir aufzunehmen. Ich habe ein verstümmeltes Signal empfangen. Das stimmt. So, hier steht nicht irgendwie Bratan oder irgendwas. Auf jeden Fall müssen wir irgendetwas finden. Wir haben jetzt ein Ziel in unserer Karte in 6 Meter. So, wie gehen wir da jetzt am besten wieder zurück? Hier lang geht's nicht, also müssen wir den Weg nehmen. Also doch hier raus, oder was? Okay, so soll es sein. Ja, also ich werde in dieser Folge mal ein paar Pro- und Kontra-Argumente über dieses ganze Hybrid-Let's Play vielleicht mal ein bisschen versuchen zu erarbeiten. Und ja, storytechnisch kann ich sagen, allzu viel passiert hier heute nicht. Aus dem Grund, ich zocke das nicht blind wie Robin. Ich habe das doch alles schon mal hier durchgezockt. Also für mich ist hier nichts eine Überraschung. So, natürlich immer mal gucken, hier Ausschau halten, dass keine Wache uns findet hier auf diesem Bell Tower Schiff. Ja, was auf jeden Fall feststeht, Bell Tower ist nicht... So, was reden die hier? Sauerstoffsättigung in Stasekapsel sinkt. Sauerstoffzufuhrsystem wird gestartet. So, in einer Stasekapsel aus... Also, das ist so eine Kapsel, aus der Adam auch hierher gekommen ist. Er ist in so eine Art Ding, so eine Art Bett gestiegen und das nennen die Kapsel. Das ist jetzt eine Nebensequenz und dort müssen wir quasi eine Person retten. Das wird, denke ich mal, auch Bestandteil unserer heutigen Folge. Doch vorher gucken wir mal in diesen Computer. Warnung, sofortiges Handeln ist hier erforderlich. Ein Fehlerbericht. Ja, dann retten wir doch gleich mal diese Person. So, nochmal zurück zu Bell Tower. Nee, zuerst mal hier diesen PC angucken, aber das ist mir jetzt auch wieder zu viel zu lesen. Ja, halt nicht hier nur diese liebe China-Polizei,
Robin sagte ja schon, die arbeiten mit Taeyong Medical zusammen. Und ich kann euch sagen, die haben schon einiges, einigen Dreck am Stecken. Ja, und auf jeden Fall hier Bestandteil dieses DLC ist es, dem so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. So, ja, in diesem Abschnitt haben wir auch keine Gegner, also heute mit großartig rumballern und Robin seine ganzen Pläne zerstören, wird es leider nichts. Dort müssen wir hin in 25 Metern und dafür haben wir hier so ein kleines nettes Teil. Ja, so ein, was ist denn das, eine Art Kran? Und die können wir auch gleich mal bewegen, das zeige ich mal. Ne, wir wollen noch dort hinter. Ah ne, dort hinter ist die Hauptmission. So, jetzt habe ich mich... So muss man das machen. Wir müssen jetzt erstmal... Ich fahre das Ding wieder hoch. Wir müssen nach unten. Dort ist die Nebenmission, auf die wir uns jetzt erstmal stürzen. Tja, also ich weiß auch noch so ein bisschen hier, wo alles lang geht, ne, oder? Halt nur ein bisschen, wo alle, wo ich jetzt hin muss. Erstmal hier runter mit der Leiter. Und dann kümmern wir uns mal hier unten, was denn hier los ist. So, Stasekapsel 73, Status kritisch, Energieversorgung, Hilfereserve und niedrig. Was brauchen wir jetzt hier? Aufgeben in Kürze. Hier fehlt etwas. Oder wie sieht das aus? Also wenn ich mich recht erinnern kann, müssen wir jetzt irgendetwas suchen. Ein herabfallender Container hat ein Loch in den Boden des vorderen Frachtraums gerissen. Darunter ist ein Lager voller Pyrostase-Kapseln. Ja, okay. Stromversorgung der Kapsel müssen wir wieder herstellen. So, doch wie machen wir denn das jetzt hier am besten? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich kann mich leise erinnern, wie das ging. Aber müsste ich dazu nicht hier? Ich glaube, wir müssen erstmal weiter hinter. Dort gibt es eine Auflösung. So. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt hier schon einen halben Plan habe, wo ich hinrennen muss. Hier hinten gibt es erstmal ein bisschen Bonus-Munition. Oder ich gewöhne es mir einfach ab, das einfach hier vorwegzunehmen. Na? Nee. So. Jetzt weg, komm. Na? Oh, jetzt komm doch mal her hier. So. Ah ja, Stasekapselbatterie, Ladegeschwindigkeits-Upgrade. Das können wir natürlich auch gebrauchen. Hier haben wir einen Fahrstuhl, um wieder nach oben zu gelangen. Nein, das brauchen wir im Moment noch nicht. Und jetzt können wir das hier einfach einsetzen. Perfektionist bin ich natürlich. Ja, ich bin jetzt Perfekte hier. Nein, das ist zu großkotzig. Das ist nicht schön, wenn man irgendwie so arrogant rüberkommt. Aber ihr wisst ja, wer andere Let's Plays mit mir so guckt, ich meine das nicht so. Soll ein bisschen locker sein. Ja, Energy-Paket ist immer ganz gut, damit wir oben die Batterien links aufladen können. So, und jetzt zeige ich euch einfach mal hier diesen eleganten Fahrstuhl. Ja, ein bisschen klein ist er, aber macht seinen Job. Was natürlich sehr positiv an diesem Let's Play ist, Robin gibt den Inhalt und ich gebe ja die Dummheit, würde ich sagen. Hier ist eine versteckte Tür. Beim ersten Mal habe ich gar nicht gesehen, dass hier ein Aufzug ist oder dass hier einer versteckt ist, aber hier ist einer versteckt. Mensch, spektakulär. Habe ich jetzt wieder tolle Erkenntnis gewonnen. Ja, so, dann mal weiter. Dort hinten ist unser Ziel. Ich muss noch mal ganz kurz schauen, was hinter diesen ganzen Fässern ist. Oder nee, Fässer, das sind ja eher Container. So ist richtig. Ah ne, hier war nichts weiter. Ja, es ist natürlich auch eine Sache, was ein bisschen mit der Anfreundung des Moderators zu tun hat.
Wenn man sich jetzt bei einem Menschen eingeguckt hat und dann diesen Stil auch mag und auf einmal kommt dann ein anderer, das ist nicht unbedingt immer nur vom Vorteil. Und deswegen ist es ein Experiment. Es wäre auch ganz lieb, wenn ihr uns mit Kommentaren unterstützt. Wie kommt so etwas an? Wie findet ihr das? Ja, aber natürlich, es ist eine Neuheit. So, um jetzt nochmal ganz kurz hier was off-topic zu sagen. Beim letzten Mal, dort unten waren so kleinere Fässer, habe ich die übereinander gestapelt und bin dann, ja, Moment, bin dann hier, dort irgendwo, wo gerade meine Waffe hinzeigt, bin ich reingekrochen und war dann schon ein Stückchen weiter. Das war höchst aufwendig, es war irgendwie auch ein bisschen dämlich und diesmal werde ich das nicht machen, denn der Weg führt uns doch, ja, super zu unserem Ziel. So, in den nächsten Folgen werde ich natürlich mal ordentlich auf dem Putzhauen hier richtig schön durchballern. Aber heute gehen wir das hier noch ein bisschen friedlich an. Hier sind auch keine Gegner erstmal. Und unsere Folge müsste gleich schon wieder zu Ende sein. Ich habe keine Uhr gestellt. Ich mache das jetzt hier gerade ein bisschen nach Gefühl. Ja, passt doch eigentlich. So, hier haben wir. Was haben wir hier? Hier haben wir auch nichts weiter zum Einteilen. Oder hier war doch. Hier war noch irgendetwas, doch, oder? War hier noch irgendetwas? Genau! Mensch, aber ich lasse ja auch alles außer Acht. Lieber ein bisschen mehr reden, ja? Ne, soll so nicht sein. Ja, hinten gibt es nämlich, glaube ich, noch Praxispunkte oder ähnliches. Nein, hier nicht, auf der anderen Seite. Oder hier? Was gibt es denn hier noch? Ach man, das ist hier am besten. Also dort hoch geht es jedenfalls nicht. Da bräuchte man vielleicht so ein super Sprung-Upgrade. Hier ist eine Kiste. Die können wir schon mal bewegen, aber die bringt uns nicht dorthin, wo wir wollen. Und noch ein Praxispunkt. Mensch, wie viele Praxispunkte haben wir denn im Moment? 8 Stück. Und am Anfang gab es bei unserer Ausrüstung, als wir die gefunden haben, auch Praxispunkte. Die habe ich beim ersten Mal, glaube ich, völlig übersehen. Deswegen konnte ich mir so gut wie keine Augmentierung kaufen. Aber ich habe das Spiel gut mit Geballere geschafft. Okay. So, um auch mal etwas zu verplempern, damit Robin die nicht alle mit irgendwelchen Schleich-Tarn-Moves hier alle macht, ist natürlich das Typhoon-Sprengsystem, wofür ich erstmal 2 Punkte opfere. Ja, Tarn-System, da werde ich natürlich nicht investieren. Was auf alle Fälle bei mir noch wichtig wäre, dass wir weniger Schaden erleiden und das Inventar muss natürlich später auch noch vergrößert werden. Ist im Moment jetzt, hat jetzt nicht so eine große Notwendigkeit. Hacken sollten wir natürlich auch Stufe 2 erlernen. Das wäre hier, ja, ist immer ganz angebracht, wenn man das kann. Und das kaufe ich jetzt auch erstmal und als drittes vielleicht noch. Ja, ich gebe es mal als Empfehlung an Robin. Er sieht ja das. So, ich finde es nur gerade nicht. Robin, da guckst du mal nach. Gehst mal schön auf mich drauf ein. Und kaufst dann vielleicht etwas, was den Schaden ein bisschen vermindert. Ja, ich muss doch mal erst ewig suchen. Das ist ein bisschen doof. So, gut. Dann können wir ja jetzt eigentlich wieder zurück. So, wie, was macht man jetzt hier mit? Dort geht es ja auch noch rein. Hm, vielleicht können wir dort hinten irgendwo Kisten stapeln. Ah, hier haben wir eigentlich ein paar Kisten, die wir dafür nehmen können, aber die dorthin zu transportieren, das bringt es jetzt, glaube ich, nicht wirklich. Oder? Ich habe es gar nicht dafür gedacht, dass wir da reingehen. Die stehen einfach nur offen. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach weiter, weil so interessant ist das jetzt hier gerade nicht, dieser Abschnitt. So, dann machen wir hier mal auf und sind draußen. Erstmal auch eine Wettererscheinung hier bei Deus Ex. Dort vorne lauert unser erster Gegner auf uns. Tja, ich würde es einfach losstürmen und den platt machen. Tja, die Frage ist, wie macht das Robin? Damit gebe ich ab und bis zum nächsten Mal hier zu The Missing Link.